Ich finde, dass was Kristall. Hast du mir gerade Mittelfinger gezeigt? Anni, du hast dir die Brille hochgemacht. Wie geil bist du denn? Ich sehe ihn nur. Zeigst du mir jetzt gerade den Mittelfinger? Ach, du hast Tourette. Ach, wie geil ist das denn? Du hast wirklich Tourette? Herzlich willkommen, Arschloch! Yes! Nein, das ist super. Aber du hast mir gerade wirklich den Mittelfinger gezeigt. Aber wie geil du gerade reagiert hast. Er guckt mich an. Hast du mir gerade... Nein, die Brille, komm. Schön, dass du da bist. Wirklich, ohne Scheiß. Was für ein Moment. Geil, geiler Typ. Das muss ich schon noch mal kurz fragen. Wie heißt du denn? Mike, M-I-K-E? Ja, genau. Oh, musst du dich gerade ein bisschen zusammenreißen? Alle sind nervös oder du bist nervös? Das heißt, es triggert dich jetzt noch mehr, wenn du nervös bist? Ein bisschen. Was genau triggert dich? Nein, Quatsch. Ich mach nur Spaß. Pass auf, du kriegst jetzt noch mal einen kleinen Applaus. Wie geil bist du denn? Hier. Ah, ich liebe dich. Ich werde nur noch zu dir gucken. Schön. Du brauchst keine Scheu haben. Ist völlig in Ordnung für mich. Das Geile ist, alle Kumpels um ihn rum, der hat gar kein Tourette. Das ist alles. Mike, hör auf damit mit dem Scheiß. Ich sage einfach, ich hab Tourette. Ihr seht das nicht, aber er hat gerade so zu euch gemacht. Das ist wirklich schön. Nein, herrlich. Wirklich. Und nochmal ganz kurz sagen, hier, Mr. darf er das und so weiter. Ich werde dich hier weiter integrieren, okay? Ich werde weiter mit dir auch Spaß machen. Ich werde dich nicht ausgrenzen, aber ich werde jetzt auch nicht auf dir rumhacken. Ja? Du sollst dich nicht schlecht fühlen, okay? Deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Und ich möchte dich herzlich begrüßen. Super. Das war euer Part. Denkt ihr, ich mache es alleine? Wupp, wupp, die ganze Zeit oder was? Ich will euch sehen, wie ihr alle wupp, wupp, schön mit den Armen auf. Wupp, wupp, oder Mike. Wupp, wupp. Alles ist erlaubt, okay? Es geht weiter. Ich habe eine bessere Idee. Ihr macht alle Mittelfinger. Denn wir sind alle gleich. Ja, Mike, noch nicht. Es geht los. Nein, das fühlt sich nicht gut an. Ey, was hast du gesagt? Bitte? Den hier aus Marzahn, du Wichser, wie geil bist du, Mike, wirklich, ich liebe dich. Ich? Ach so, danke schön. Ey, Leute, das war Mike, der kriegt immer einen richtigen Applaus, Leute, was ist los mit euch? Ihr mit eurem Halbgaren. Die sind voll abgegangen, die haben da König der Löwen gespielt, also die spanische Version, ne, so Hola, Zibenya und so. Das war wirklich krass. Der stand da und hat voll gesungen, richtig so Hola. Buenos días de la noche de la casa. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ich bin der Stinger und ich trage Nike. Ich zeig dir den Mittelfinger, ich heiße Mike. Deswegen ist jetzt wichtig, wen holen wir auf die Bühne. Und ich sage euch eins, natürlich würde ich als erstes Mike holen. Jetzt müssen wir aber eine Sache dazu sagen. Er hat sich selber nicht komplett unter Kontrolle. Und hier, wer auf die Bühne kommt, ist ein Superstar. Und wir werden nicht darüber lachen, weil er hahaha macht, das haben wir eben schon gemacht, aber anders eingeordnet. Deswegen, du bist ein freier Mensch, du kannst selber entscheiden. Wenn du möchtest, kannst du auf die Bühne kommen. Wenn du sagst, ich traue mir das nicht zu, würde ich dich niemals hier vorführen. Wie möchtest du das machen? Du würdest sehr gerne auf die Bühne kommen. Dann los! Lass dich feiern! Nur wegen dir aufgestanden. Weißt du warum? Weil du gezeigt hast jetzt schon mit ganz wenigen Worten, mit ganz wenigen Gesten, sowas hier zum Beispiel, dass du sehr viel Humor hast und dass du über dich selber lachen kannst. Sehr, sehr, sehr geil. Und dass du sagst, dass du auf die Bühne kommst, ist einfach, finde ich, nicht selbstverständlich. Und ich finde es voll geil, dass du es gerade hier machst, okay? Ja. Ich finde, dass, was Kristall immer in seinen Shows sehr gut widerspiegelt, dass man, egal ob man eine Krankheit hat, egal aus welchem Land man kommt, egal welches Geschlecht oder
egal welche Religion, es ist egal. Jeder Mensch hat die gleichen Rechte verdient und jeder Mensch sollte genauso behandelt werden wie jeder andere. Hier, außer Veganer. Hier. Ich hasse Menschen. Hier. Eklig, ich geh weg. Ciao. Ah, da bist du ja wieder, es ging schnell. Stimmungsschwankungen regelt. Nehmt mich mit auf Tour. Wenn ihr wüsstet, wir sind jeden Abend zusammen auf der Bühne, aber ihr denkt eher spontan hier. Ja. Ladies and Gentlemen, ganz kurz, das hier ist der Mike und Mike haut hier heute einen Strike nach dem anderen raus. Wir sind hier gerade in Hagen. Mike und ich, wir haben uns heute kennengelernt. Ich habe gedacht, er hat sich die Brille nach oben geschoben, aber nein, es war wirklich ein Mittelfinger. Mike hat das, wie sagt man richtig? Tourette-Syndrom? Hey, ihr fickt dich, ja. Ja? Manchmal sind wir uns nicht sicher, ob das gerade das Tourette-Syndrom ist oder einfach sein Gefühl mir gegenüber. Wir haben nur ein Problem. Ja, jetzt ist die Bühne zu klein für uns beide. Hier. Was können wir noch tun? Es ist deine Bühne. Was möchtest du tun? Oh, ich weiß es nicht. Ich bin mega nervös gerade. Oh yeah, ich war gerade 2 Wochen in Amerika. Ich bin so nervös gerade. Ja. Immerhin kann hier einer immerhin eine Fremdsprache, ja? Si. Si, Senora. Eins haben wir gemeinsam, wir haben beide Brüste. Das. Ich glaube, besser kann der Abend nicht mehr werden. Das hier ist dein Applaus.